Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nun ist es endlich soweit. Das will man spontan sagen. Endlich befasst sich die Koalition mal mit dem Waffengesetz. Anschläge überall in Europa, Amokläufe, Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, Reichsbürger mit ganzen Waffenarsenalen im Keller. Überall zeigt sich, es gibt bestimmte Menschen und Gruppierungen, die ihre verbrecherischen Pläne eben darauf gründen, dass der Zugang zu Waffen und Sprengstoffen immer noch viel zu leicht ist. Aber die Bundesregierung hat jahrelang nichts getan. Um den Zugang zu Waffen zu erschweren. Sie diskutieren hier lieber über Fußfesseln oder so wie gestern über Burka-Verbote, anstatt mal ganz praktisch für mehr öffentliche Sicherheit zu sorgen. Diese Wurstigkeit ist kaum noch auszuhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun haben Sie etwas vorgelegt, aber gleich im zweiten Satz Ihres Gesetzentwurfs steht der eigentliche Kern Ihres Gesetzentwurfs, wenn es da heißt, eine systematische Verschärfung ist nicht erforderlich. Mit Ihrem Entwurf nehmen Sie die Interessen der Waffenlobby also gleich vorweg, die ja in dieser Woche allen Mitgliedern des Innenausschusses noch eine nette Karte geschrieben hat, mit der klaren Ansage, Parteien, die das Waffenrecht verschärfen, werden wir nicht wählen. Ich kann Sie da beruhigen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Mit dem, was Sie hier vorlegen, ist Ihre Wählbarkeit bei dieser Klientel garantiert nicht gefährdet. Ihre Nachgiebigkeit geht aber zulasten der waffenlosen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, nur weil die eben anderes zu tun haben, als permanent bei Ihnen für Ihre Interessen einzutreten. Das ist eine völlige Verkehrung Ihrer Regierungsverantwortung. Vieles in Ihrem Gesetzentwurf ist ja nicht grundlegend falsch. Das will ich hier an dieser Stelle auch mal sagen. Feuerwaffen, ja, da können Sie ruhig mal applaudieren. Feuerwaffen sollen bei der Deaktivierung unbrauchbar gemacht werden. Eine befristete Amnestie soll Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, Waffen und Munition, für die sie keine Erlaubnis haben, abzugeben. Es ist alles gut und richtig und sehr vernünftig. Aber schon bei der dringend erforderlichen Neuregelung zur Aufbewahrung von Schusswaffen werden Sie windelweich. Sie gewähren großzügigsten Bestandsschutz. Und geht es nach der CSU, dann sollen am besten auch noch Kinder und Enkelkinder Opas ollen Waffenschrank weiter benutzen dürfen. Das verstehe wer will. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es fällt einfach auf, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade von der Union, dass es Ihnen unheimlich leicht fällt, für all Ihre Placebo-Gesetze, diese Woche sind ja davon wieder einige am Start, die Axt an die Bürgerrechte zu legen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem für Sie. Aber geht es um Waffenbesitzer, dann sind Sie plötzlich die Garanten der Freiheit. Als wären Waffenbesitzer Superbürger und Ihre Interessen Supergrundrechte. So ist es aber nicht. Waffen stellen eine potenzielle Gefahr für Leib und Leben der Menschen dar. Und dementsprechend gilt es, hochsensibel mit dem Thema privater Waffenbesitz umzugehen. Diesem Befund trägt unser Antrag Rechnung, den wir vor allem mit Blick auf die aktuellen Gefahrenlagen unserer Zeit hier heute vorlegen. Wir sagen, wir brauchen endlich konsequente Regeln für die getrennte Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition in Privathaushalten. Wir müssen dringend sicherstellen, dass schussfähige Waffen nicht in falsche Hände geraten. Und wir brauchen regelmäßige Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfungen für Waffenbesitzer. Dagegen haben Sie auf EU-Ebene ganz lange heftig mobilisiert. Und wir brauchen endlich eine Regelung, die gewährleistet, dass relevante Informationen der Sicherheitsbehörden schon bei der Antragsprüfung hinreichend berücksichtigt werden und an die zuständigen Waffenerlaubnisbehörden noch weitergeleitet werden. Wir haben laut Verfassungsschutzpräsident Maaßen 700 Reichsbürger, die in Waffen stehen. Da wäre eine Prüfung vor Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis sehr hilfreich gewesen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen endlich eine Reform des Waffenrechts, die den Zugang zu Waffen und Munition eben deutlich erschwert. Ihr Gesetzentwurf trägt diesem Ansinnen leider in keiner Weise Rechnung. Und wenn Sie unter dem Punkt Alternativen keine schreiben, dann entspricht das vielleicht dem Merkelschen Politikstil, aber eben nicht der Wahrheit. Eine Alternative zeigen wir Grüne mit unserem Antrag auf und stellen ihn hier zur Abstimmung. Vielen Dank. Nunmehr erteile ich das Wort dem Kollegen Oswin Veit von der CDU-CSU-Fraktion.